Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Frau Bundesratspräsidentin, Frau Bundesverfassungsrichterin Langfeld, verehrte internationale Gäste, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Sitzung. Herr Präsident Selenskyj, ich heiße Sie im Namen des ganzen Hauses hier im Deutschen Bundestag herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und auch zu uns sprechen werden. Wer sich im Raum des Krieges befindet, macht keine Zukunftspläne, denkt nicht weiter darüber nach, wie die Welt von morgen aussehen wird. Diese Worte stammen vom ukrainischen Schriftsteller Serhij Shadan, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Herr Präsident, Sie und die Menschen in der Ukraine befinden sich in diesem Raum des Krieges. Die Menschen in der Ukraine leben in dauernder Angst vor russischen Angriffen. Angst vor Bomben auf Schulen oder Krankenhäuser, Angst vor dem Verlust ihrer Angehörigen. Umso mehr möchte ich Ihnen meinen Respekt aussprechen. Inmitten dieses Schreckens des Krieges denken Sie auch an das Morgen. Es ist wichtig, dass wir uns bei der Konferenz hier in Berlin mit dem Wiederaufbau der Ukraine befassen. Es ist ein starkes Signal, dass die Ukraine international breit unterstützt wird. Ein starkes Signal, dass die freie und demokratische Ukraine eine Zukunft hat. Ein starkes Signal, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer selbstbestimmt und unabhängig über ihre Zukunft entscheiden. Meine Damen und Herren, unsere Kolleginnen und Kollegen im ukrainischen Parlament tagen selbst in Kriegszeiten regelmäßig. Das zeigt eindrucksvoll, das ukrainische Parlament und die ukrainische Demokratie lassen sich nicht unterkriegen. Herzlich willkommen an alle Abgeordneten der Rada, die für die Wiederaufbaukonferenz in den Deutschen Bundestag und auch nach Berlin gekommen sind. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, die Ukraine kann sich der Solidarität des Deutschen Bundestages sicher sein, in Kriegszeiten und beim Wiederaufbau. Und ich bin mir sicher, die russischen Kriegsverbrechen werden geahndet. Das ist Deutschland, das ist Europa, das ist die demokratische Welt den Menschen in der Ukraine schuldig. Wir sind es schuldig, auch den verschleppten Kindern, den vergewaltigten Frauen und den ermordeten Zivilistinnen und Zivilisten. Meine Damen und Herren, seit knapp 2 Jahren hängt in der Rada die Flagge der Europäischen Union. Dieses Symbol zeigt eindrucksvoll, die Ukraine bekennt sich zur EU. Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU und in der NATO. Das ist der politische Wiederaufbau. Meine Damen und Herren, die Vergangenheit unserer Länder ist eng miteinander verwoben. Vor rund 2 Jahren bin ich in die Ukraine gereist. Und ich habe gemeinsam mit meinem ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk der Opfer von Babyn Yar gedacht. Deutschland hat während des Zweiten Weltkrieges in der Ukraine schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist noch sehr lebendig. Vor einigen Jahren hat eine Besuchergruppe aus der Ukraine das Reichstagsgebäude besucht. Und sie haben die Inschriften betrachtet, die die Soldaten 1945 hier hinterlassen hatten. Eine ältere Frau brach in Tränen aus. Sie hatte Worte ihres verstorbenen Mannes an den Wänden dieses Hauses entdeckt. Wir dürfen niemals vergessen,
Ukrainische Soldaten hatten einen wichtigen Anteil an der Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer gemeinsamen Lehre aus der Geschichte muss eins klar sein. Wir verteidigen zusammen die Demokratie in der Ukraine für ganz Europa. Und wir bauen die Ukraine gemeinsam wieder auf, in Freiheit. Slava Ukraini! Herr Präsident, nun haben Sie das Wort. Wir freuen uns auf Ihre Rede. Дорогий німецький народе, кожен і кожна, хто відчуває, що війна – це неправильно. Усі, хто так само, як українці, переконані, що війна – це злочин. Злочин проти життя. Ein Verbrechen gegen das Leben. Und wer mit dem ganzen Herzen möchte, dass die Ukraine möglichst schnell zum Frieden kommt. Wer unterstützt uns, unsere Menschen, die ukrainischen Familie, den ukrainischen Staat, unsere Verteidigung? Als Erste möchte ich mich bei all Ihnen bedanken heute dafür, dass die Menschlichkeit in Ihren Herzen obsiegt. Deshalb blieb Deutschland nicht beiseite, was die Schmerzen und die Leiden der Ukrainer sind. Einfache Menschen, verschiedene deutsche Städte, Gemeinden und Bundesländer haben geholfen und helfen weiterhin. Ich danke dir, Deutschland. Heute meine Ansprache ist an alle, an euch alle gewidmet, an die, die die Macht haben und die, an die, die die Macht gibt, an die, die in ihrem eigenen Herzen die Menschlichkeit bewährt und das heißt, träumt vom friedlichen Europa und bleibt treu diesem Traum. Europa ist größer ist als wir alle, die sich an viele hunderte von Generationen erinnert, die auf unserem Kontinent lebten und die meisten von denen leider nicht in Frieden leben durften. Und gerade deshalb war dieser Traum von Europa so stark. Europa soll das Kontinent der Kultur sein, der Menschen, soll das Kontinent ohne Kriege sein. Und ich bin sicher, ich persönlich bin überzeugt, dass genau so Europa aussieht. Europa die wird ein glückliches Haus für unsere Kinder und auch für deren Kinder. Europa, die nicht erlauben wird, den Hass sich zu verkörpern. Und Europa, das alles tun wird, um diesen Fehler der europäischen Geschichte zu korrigieren, diesen Krieg, der auf unserem Kontinent tobt und bedroht auch das Weitere, die größere, breitere Konfrontation. Wir werden diesen Krieg nicht vererben, nachdem wir weg sind. Wir werden diesen Krieg beenden. Wir werden diesen Krieg beenden im Interesse der Ukraine und im Interesse von ganz Europa, von uns allen. Und
im Interesse aller, die nach uns kommen. Wir werden diesen Krieg zu unseren Bedingungen beenden. Das Bedingungen, die jedem Menschen verständlich sind, einem einfachen Menschen auf dieser Erde verständlich sind. Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Frau Vorsitzende des Bundestages und auch des Bundesrates, verehrte Damen und Herren, verehrte Abgeordnete, verehrte Anwesende, liebes Deutschland, das geteilte Europa war niemals friedlich. Und das geteilte Deutschland war niemals glücklich. Und Sie wissen, und Sie wissen das. Das wissen Sie nicht von mir, sondern aus der eigenen Erfahrung. Deswegen können Sie uns verstehen, uns Ukrainer. Sie können verstehen, warum wir so kämpfen gegen Versuche Russlands, uns zu teilen, die Ukraine zu teilen, warum wir alles tun, alles, absolut alles, damit wir nicht zulassen, eine Entstehung einer Mauer zwischen den Teilen unseres Landes. Kein Land. Kein Land soll nicht verurteilt werden dazu, dass die Stacheldraht für Jahrzehnte deren Körper zerreißt. Die unterdrückten europäischen Völker hatten niemals Ruhe, wirklich. Und die mussten kämpfen gegen die Unterdrückung, auch nachdem sie die Besatzer besiegt haben. Und eben gerade deshalb, jetzt nach diesem Krieg, streben wir keine Erniedrigung auf der Erde zu lassen, die Narben durch die Schläge trug, keine Erniedrigung in der Seele des Volkes. Die Ukrainer verdienen. Die verdienen Ruhe. Ruhe, einfach Ruhe nach diesem Krieg. Und jeder, der das eigene Haus verteidigt hat, jeder, der die Verwandten verloren hat, jeder, deren Brüder und Schwestern für ewig auf den Schlachtfeldern liegen geblieben sind, verdienen würdige Beendigung des Krieges. Solche, die keine Zweifel hinterlässt, wer hat eigentlich gesiegt? Und derjenige, der den Krieg brachte, muss im Gegenteil vergessen über die Ruhe für immer. Schuldig an dem Krieg muss die Verantwortung tragen, gerecht verantworten für jedes Verbrechen dieses Krieges. Und nur für die gerechte Verantwortung dadurch entsteht historische Chance, sich zu genesen nach der Aggression. Russland muss durch dieses durchgehen, durch die volle und grundsätzliche Verantwortung für den entfesselten Krieg. Russland muss durch, auch durch die Beseitigung der Ruinen nach sich, Russland muss bezahlen für den ganzen Schaden, der durch diese Aggression auch unserem Land und unseren Menschen zugefügt wurde. Und wenn irgendwo Ruinen bleiben, das heißt, dorthin kommt irgendwann zurück der Krieg, das darf niemals mehr kommen. Wir müssen das normale Leben aufbauen. Wir müssen alle zusammen aufbauen. Alle, die das Leben schätzt und jede russische Aktive, die das so verwendet werden können, müssen ohne jeglichen Kompromiss mit dem Aggressor verwendet werden. Die Zeit für Kompromisse ist vorbei. Es wurde ausgeschöpft in dem Augenblick, als Putin unsere Städte verbrannte und die eigenen Mörder auszuzeichnen, als er angefangen hat, auf Mord zu setzen anstelle auf Verträge. Die russische Armee hinterlässt hinter sich Dutzende neue Friedhöfe und das bedeutet, dass keiner von uns das Recht hat, irgendwelche Defizite der Verteidigung vor dem russischen Armee lassen. Es kann nicht jemand in Moskau da geschützt sein. Europa muss ein Kontinent sein, dass es ein Raum für starken Frieden sein kann. Anders geht es einfach nicht. Und
selbst wenn jemand versuchen würde, Putin wird selbst jede Hoffnung mit ihm zu vereinbaren vernichten. Er ist gewöhnt zu unterwerfen, und zwar nicht nur die Nachbarn von Russland. Die russischen Mörder waren in Aleppo und auch in Afrika. Die haben Rosne zerstört, Georgien zerstört. Die haben Moldova geteilt hinterlassen. Die haben Belarus auf die Knie gebracht. Und werden wir Russland diesen weiteren Marsch durch Europa zu erlauben, mit der Verachtung gegenüber das Leben und der Nation? Nein, das ist unser gemeinsames Interesse, das Putin persönlich verliert. Dass diesen Krieg verliert, dass Putin seinen Versuch verliert, Europa auf das Niveau zu bringen, als man unmöglich ist, aus dem Krieg wieder herauszukommen. Meine Damen und Herren, Sie können sich bestimmt erinnern, dass ein oder zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer keiner konnte vorausgehen, wie schnell das zustande kommen kann. Manchen schien, dass die Mauer bleibt für immer, aber die Mauer verschwand. Und das hing von der Führung der Politiker und vom Willen der Menschen ab. Alleine davon hing es ab. Und auch jetzt scheint manchen, dass Putin für ewig und immer ist und dass es kein Ende dem Krieg ist. Aber das ist nicht so. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, die zerstört werden kann durch die Leadership, durch die Entscheidung, durch Erfolge. Und wir werden das zusammen tun, mit dir zusammen, Deutschland. Ukraine werden euch immer dafür dankbar sein. Ukraine hält gegen groß angelegte Aggression bereits länger als 800 Tage, 839. Am 24. Februar, am Anfang dieses Angriffs, konnte keiner daran glauben. Aber jetzt ist das eine Tatsache. Wir haben auf diese Weise bewiesen, dass Russland verlieren kann und durchfallen kann. Wir haben bewiesen, dass gemeinsam mit den Partnern wir alles haben, um das Leben zu verteidigen. Wir haben bewiesen, dass unsere Zusammenarbeit durch die Zusammenarbeit wir den Raum der Sicherheit erweitern können. Denn von alleine erweitert sich nicht der Raum der Sicherheit, alleine durch die gemeinsamen Entscheidungen und gemeinsame Kühnheit. Das sind alles die Zeugnisse der Leadership der Ukraine und Deutschland, all unserer Verbündeten, all unserer Partner und auch einschließlich der Leadership derer, die hier anwesend sind im Saal des Bundestages. Ich danke jedem und jeder hier persönlich, die hier sind. Besonders bin ich dankbar Ihnen für die Leadership bei der Vergabe an die Ukraine von Patriot-Anlagen. Ich danke. Auf diese Weise haben Sie tausende Leben unserer Menschen gerettet. Ich danke Ihnen sehr, dass wir, ich bin dankbar, dass wir gibt es bei uns irgendwelches anderes Ziel zusammen mit uns als Frieden? Nein. Gibt es irgendwelche kontinentaler Traum außer friedliches Europa? Nein. Haben wir etwa irgendwelche anderen Verpflichtungen als der Schutz unserer Völker, unser Europa, internationale Ordnung, die sich auf den Grundlagen und Ordnungen ruhen? Nein. Russland hat andere Ziele, andere Träume. Sie steht alleine gegen uns alle, und deshalb müssen wir alle zusammen es zu zwingen, sich zu verändern. Und das ist möglich, denn es gibt keine Mauer, die nicht fallen. Meine Damen und Herren, bereits in ein paar Tagen kommen wir zusammen mit dem Kanzler Deutschlands und anderen Leader von Europa
und der Welt uns treffen in der Schweiz zum Friedensgipfel. Russland versuchte, diesen Gipfel zu verhindern, aber er wird dieser stattfinden. Und das ist ein gemeinsamer Erfolg von Ukraine und Dutzenden von anderen. Am Anfang wurde entweder von dem Sieger oder von manchen Starken aufgedrängt, das Ende des Krieges, die sich einmischen können. Wir schlagen jetzt grundsätzlich anderes Format, damit keiner manipulieren darf und die Vereinbarungen zerstören kann, wie Russland schon mehrfach gemacht hat, damit alle Stimmen bemerkbar sein werden, die Stimmen der Welt. Bei dem Friedensgipfel werden Länder aus allen Teilen der Welt vertreten und jeder kann den eigenen Charakter zeigen, die eigene Führerschaft zeigen, denn das wird das Ziel von uns allen beginnen, volle Wiederherstellung der Sicherheit und der Bewegung zum echten Frieden anzufangen, nach und nach die Wirkung des UNO-Charta und die Grundlage des Völkerrechts zurückzubringen, die die Souveränität und territoriale Integrität garantieren, auch Menschenrechte und Menschen der Völker. Wir wollen der Diplomatie die Chance geben und dafür haben wir etwa 100 Staaten versammelt. Ukraine hat sich niemals nur auf die Stärke der Waffen verlassen. Ja, wir verstehen, gegen welchen Feind wir kämpfen müssen. Und wir verstehen, dass alleine die Waffen und die den Halt eingeben und unser Leben schätzen. Aber die Welt entsteht aus sicheren Garantien, dass es keine Schüsse mehr fallen und dass das Böse nicht wiederkommt auf den Boden des Landes, das dieses Böse vernichten wollte. Was kann geben? Was kann solche Garantien der Ukraine jetzt geben? Die Einigkeit der Welt und deshalb ist es wichtig, Friedensgipfel, Einigkeit der Freunde. Deswegen müssen wir zusammenarbeiten und wirksam sein, Einheit von Europa. Und deshalb muss Ukraine zum vollwertigen Mitglied der europäischen politischen und Sicherheitsraumes werden. Genauso wie dank dem Sie und Ihre Nachbarn seit Jahrzehnten leben ohne Gefahr, dass jemand ihnen das Land wegnimmt. Liebe Freunde, genau wir und all unsere Partner, die das Leben schätzen und die helfen, das Leben zu schätzen, müssen bestimmen, was wird mit Europa in den zukünftigen Zeiten. Wird es Sicherheit, wird es Frieden geben? Ich bin sicher, dass wir die richtige Antwort finden. Wir werden die Beendigung dieses Krieges erreichen. Wir werden auch vollständig liquidieren, Defizit der Sicherheit in Europa, der bei Putin eine Illusion gebar, angeblich seine aggressiven Schritte werden funktionieren. Das ist unser Wille und unsere Leadership von Ukraine und von innen muss funktionieren zugunsten des Lebens, des Friedens. Und so wird das auch sein. Europa ist das Kontinent ohne Krieg. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Einstellung gegenüber unseren Menschen, die Sie beherbergt haben von Anfang des Krieges. Das werden wir Ihnen nie vergessen. Wir danken Ihnen, Deutschland. Rum der Ukraine!